meine Schüler wirklich gefragt, was macht eine gute Beleidigung aus? Ja, ja, phonetisch, klanglich und inhaltlich. Ja, das, eine gute Beleidigung, das ist nicht einfach irgendwas so rausgehauen. Nein, 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 nein. Eine gute Beleidigung, da geht es ums Timing. Das ist unglaublich wichtig. Die Stille davor ist viel wichtiger als die Beleidigung selber. Der Moment. Das, ja, das ist wie bei der Musik. Das ist wie in der Musik. Weißt du, Stille, 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 Stille. Opfer. Ja, ja. Versteht, der Moment, der Opfer, das ist, und es geht auch nicht jedes Wort, ja? Opfer ist ein gutes Wort, das eignet sich wunderbar. Opfer, Opfer, da hast du die, du hast ein Plosivlaut, PTK, da ist Energie drin, ja? Das ist die Energie, die die Beleidigung braucht, damit sie wirkt. Ja, das ist, man nennt das Psycholinguistik, ja? Das ist quasi PTK, die Plosive eignet sich und dann gefolgt von einem Frikativ, ein Reibelaut, ja? W zum Beispiel, ja? Opfer, Opfer, da ist quasi, das ist, entlädt sich die Energie, bam, Opfer, dann pass auf! Du musst es so verstehen. Sprache ist der Träger von Emotionen. Ja? Und je mehr du Emotionen in die Sprache